Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es bei mir pikanten Spargel mit Chili-Nudeln und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Für das leckere Spargelgericht verwende ich ein paar grünen Spargel, zwei Chilischoten, etwas Blattpetersilie, eine rote Zwiebel, eine Zehe Knoblauch, einen Teelöffel Oregano, Salz, Pfeffer und eine Packung Chilinudeln habe ich hier. 350 Gramm sind das. Wenn ihr die nicht findet, könnt ihr selbstverständlich auch ganz normale Nudeln oder Spaghetti nehmen. Und dann können wir auch schon gleich loslegen. Das Gemüse habe ich jetzt fertig geschnitten. Ich habe den Spargel klein geschnitten, die Peperoni habe ich in dünne Scheiben geschnitten und die Zwiebel habe ich gewürfelt. Die Petersilie ist klein gehackt, den Knoblauchzehe habe ich gepresst, dann habe ich hier noch Salz, Pfeffer, Oregano. Eben hatte ich es vergessen anzugeben, selbstverständlich verwende ich auch noch Olivenöl. Das Nudelwasser kocht jetzt werde ich erstmal die Nudeln kochen. Kurz bevor die gar sind, kann ich dann anfangen, den Spargel zu braten. So, ich tue ein bisschen Olivenöl in die Pfanne, so circa 2-3 Esslöffel. Und da kommt die Zwiebel rein. Okay, ich glaube, er hat es gerade nicht aufgenommen. Die Zwiebeln waren angeröstet und ich habe da die Chilischeiben zugetan und den Spargel. Das werde ich jetzt alles nochmal scharf anbraten. Dazu habe ich ein bisschen Salz und Pfeffer gegeben. Das passiert beim Film manchmal. Jetzt tue ich auch schon den Knoblauch dazu. Und das Oregano. Der Spargel hat jetzt Farbe angenommen und die Zwiebeln sind richtig schön knusprig geröstet und es duftet hier auch schon ganz toll. Jetzt, meine Nudeln haben gekocht und ich werde jetzt einfach welche dazu tun. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Nudeln dazu tun werde, aber das war so eine 350 Gramm Packung. Ja doch, die Hälfte tue ich dazu. Das wird jetzt alles gut verrückt. Ich kann auch schon den Herd schon ausmachen. Und jetzt kommt noch die Petersilie noch dazu. Das leckere, pikante Spargel-Chili-Gericht ist fertig und es sieht auch super lecker aus. Es duftet hier auch unglaublich gut. Das ist mal eine andere Art und Weise, wie man Spargel zubereiten kann. Ihr könnt es ja mal ausprobieren, vielleicht findet ihr das auch so lecker wie wir. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.